Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum Tagesordnung. Können wir uns vielleicht ein bisschen jetzt beruhigen und auf den nächsten Tagesordnungspunkt konzentrieren? Tagesordnungspunkt 3. Es steht an die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes, Drucksache 19-4656. Und hier hat sich zunächst zu Wort gemeldet Herr Kollege Caspar für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hiermit möchte ich für die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einen Gesetzentwurf einbringen, in dem es darum geht, dass wir den Kommunen mehr Handlungsspielraum und mehr Möglichkeiten geben in der Frage der Sicherstellung von Wohnraum. Der Bundesgesetzgeber hat in der Novelle hinsichtlich des Bauplanungsrechts die Möglichkeit eröffnet, dass in vielen Baugebieten, ich nenne die reinen Wohngebiete, ich nenne die allgemeinen Wohngebiete, ich nenne die Mischgebiete, ich nenne die Gewerbegebiete, es möglich ist, Ferienwohnungsnutzung zu haben. Das ist für viele Regionen in Deutschland und auch für viele Regionen in Hessen ein gutes Instrument, damit Eigentümer von Wohnraum, die nicht den normalen Wohnungsmieter finden, auch Alternativen haben, z.B. die Vermietung eines leerstehenden Wohnraumes auch für Ferienwohnungszwecke. In vielen Regionen Deutschlands, aber eben auch in Hessen, ist diese Bundesinitiative des Bundesgesetzgebers sehr zu begrüßen. Und wir halten sie auch für richtig. Gleichwohl muss man sagen, dass es in bestimmten Regionen in Hessen, insbesondere in den Ballungszentren, die Situation gibt, dass derzeit zu wenig Mietwohnraum für insbesondere die Normalverdienenden zur Verfügung steht. Deswegen können wir nicht akzeptieren, dass es zu einem Geschäftsmodell wird, wenn normale Mietwohnungen dem Mietwohnungsmarkt entzogen werden, diese Wohnungen möbliert werden und dann als Ferienwohnungen vermietet werden. Wo das der Fall ist und ob es problematisch ist, das müssen die Kommunen vor Ort selbst entscheiden. Das heißt, wir bringen ein Gesetz ein, mit dem wir den Kommunen, aber nur den Kommunen dort, wo angespannte Wohnungsmärkte herrschen, die Möglichkeit geben, dort zu sagen, wenn ihr eine Ferienwohnung machen wollt, die bisher eine Mietwohnung ist, dann stellen wir das unter einen Genehmigungsvorbehalt und sagen dann, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, so etwas zu akzeptieren oder nicht. Im Vorfeld der Diskussion in den Medien in den letzten Tagen zu diesem Thema wurde darüber diskutiert, ob überhaupt man den Kommunen zumuten kann, in einer Satzung festzulegen, wann sie denn eine solche Genehmigung geben. Ja, erstens mal muss man es, weil man muss ja den Bürgern auch Rechtssicherheit geben, wann können sie es beantragen und wann nicht. Und es mag ja durchaus auch im Einzelfall auch in einer solchen Kommune sinnvoll sein. Ich nenne mal ein Beispiel, eine Pension, wo Zimmer vermietet werden, die als solche auch genehmigt ist, gibt es in der obersten Etage eine Betreiberwohnung, die bisher eben als Wohnung von dem Betreiber genutzt wurde. Nun geht der raus und es wird vielleicht von jemand anders übernommen, das Gebäude, der dort das als Pension oder als Hotel weiter betreibt. Und der dann natürlich sinnvollerweise sagt, was mache ich mit der leerstehenden Wohnung dort oben? Und da mag es sicherlich sinnvoll sein, dass in dem Fall dann auch in einer Kommune, in der es sehr angespannte Wohnungsmärkte gibt, man sagt, ja, in diesem Einzelfall, wenn das ganze Gebäude schon so genutzt wird, macht es wenig Sinn, dort zu schauen, dass ein normaler Wohnungsmieter reingeht. Denn er ist natürlich dem Trubel, dem Betrieb eines Hotels oder einer Pension ausgeliefert. Da macht es dann sinnvoll, das z.B. als Ferienwohnung zu nutzen. Diese Option wollen wir gleichwohl
den Kommunen geben, dass sie im Einzelfall, auch wenn sie sagen, wir wollen nicht eine grundsätzliche Umwandlung ermöglichen für Ferienwohnungen, im Einzelfall dann doch in einer Satzung so etwas bestimmen kann. Aber das ist dann eben nicht Sache des Gesetzgebers, sondern des Satzungsgebers der jeweiligen Kommune. Ich glaube, das Gesetz nimmt das auf, was wir jetzt als Lücke sehen bei der Bundesgesetzgebung. Wir nutzen da unseren gesetzgeberischen Spielraum, und wir wollen das Ganze schnell umsetzen. Wir bringen das heute ein und werden das dann im Ausschuss beraten und hoffen, es in einer zweiten Lesung vielleicht auch hier schnell beschließen zu können, damit die Kommunen bald handlungsfähig sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Als nächstes spricht für die Fraktion der SPD Herr Kollege Siebel. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD-Fraktion hält diesen Vorstoß durchaus für sinnvoll. Ich will das ausdrücklich bemerken. Und daran anknüpfend sagen wir allerdings, ein Gesetz, das 1974 erstmals in Hessen verabschiedet worden ist und bisher nur eine einzige Novelle erfahren hat, im 2001, gehört eigentlich etwas genauer angeschaut als das von, da jetzt von den Fraktionen von der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemacht worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es handelt sich um das Wohnungsaufsichtsgesetz. In anderen Ländern ist dieses Gesetz anders akzentuiert. Beispielsweise in Hamburg heißt das Gesetz über den Schutz und die Erhaltung von Wohnraum, das Hamburgische Wohnraumschutzgesetz. Ich glaube, dass es des Schweißes der edlen Wert ist, im Rahmen einer Anhörung durchaus auch noch andere Aspekte, die hier geregelt werden, sich anzuschauen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen eine umfassende Überarbeitung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes in Angriff nehmen. Dazu gehört der Teil Ferienwohnungen, der von Ihnen, Herr Caspar, hier ausgeführt worden ist, im Kontext der bundesgesetzlichen Änderungen. Aber darüber hinaus halte ich es für richtig, dass die Zielrichtung von Hamburg viel sympathischer ist, weil es dort um den Schutz und den Erhalt von Wohnungen geht. Und ich möchte gerne Wohnraum schützen und erhalten. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, könnte das Wohnungsaufsichtsgesetz des Landes Hessen auch einer der möglichen Hebel sein. Wir werden nachher noch einmal in einem anderen Kontext sprechen, sich der Frage der Zweckentfremdung insgesamt auch zu nähern. Und deshalb möchte ich an der Stelle sagen, wir haben, und das ist nachgewiesen, in bestimmten Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten haben wir das Problem der Zweckraumentfremdung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nicht nachvollziehen, wie gesagt, wir werden nachher noch einmal in anderem Kontext darüber sprechen, dass im Jahr 2004 war es, glaube ich, gewesen, die Wohnraumzweckentfremdung aufgehoben worden ist, damals mit der Begründung, wir hätten keine angespannte Wohnungssituation mehr. Das mag ja damals die Einschätzung gewesen sein. Heute ist sie aber ganz bestimmt nicht mehr so. Und deshalb ist es ein probates Mittel. Ich glaube, es wäre richtig, wenn wir uns daran orientieren, was in anderen Ländern in diesem Kontext zur Wohnraumzweckentfremdung entwickelt worden ist. Und wir werden das auch zum Gegenstand der Anhörung machen. Zweite Bemerkung, auch in anderen Gesetzgebungskonstrukten in anderen Ländern sind andere Regelungen zum Thema Instandsetzungsgebot eingebaut worden. Meiner Ansicht nach müssen wir die schwarzen Schafe unter den Vermietern ermutigen, Wohnraum so herzustellen, dass er auch vom Mieter gut gebraucht werden kann. Und hauptsächlich darf von der Wohnung keine Gefahr ausgehen. Eine solche Regelung muss den Kommunen die rechtlichen Möglichkeiten geben, im Interesse der Allgemeinheit und zum Schutze der Mieterinnen und Mieter Eigentümer in die Situation zu versetzen, dass sie Mängel beheben müssen. Und Herr Caspar, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Frankfurt ist, aber zumindest bei mir in Darmstadt gibt es solche Objekte, die von den Eigentümern bewusst verwahrlost werden
um was weiß ich damit zu spekulieren. Und an diesem Punkt ist es geboten, dass wir im Rahmen eines Wohnungsaufsichtsgesetzes Regelungen finden, die dazu führen, dass Wohnraum, der mit dem so umgegangen wird, dass der auch ordentlich wiederhergestellt werden kann. Dritte Bemerkung. Wir schließen es auch nicht aus, die Möglichkeit des hamburgischen Gesetzes dort mit aufzunehmen, dass im Falle, dass ein Vermieter sich nachhaltig weigert, leerstehenden Wohnraum der Vermietung freizugeben, dass dann in diesem Falle ein Treuhänder bei entsprechender Prüfung durch die Kommune eingesetzt wird, der eben bei dieser fortgesetzten Weigerung, Wohnraum zweckbestimmt zu vermieten, dafür eingesetzt wird, dieses ersatzweise für den Vermieter zu tun. Auch dies eine Regelung, sicherlich keine, die die Wohnungsprobleme insgesamt löst. Aber wir sind momentan auch mit Ihrer Initiative, Stichwort Ferienwohnungen, an einem Punkt, wo wir in der Feinsteuerung sind. Und eine solche Einsetzung eines Treuhänders oder einer Treuhänderin wäre eine Möglichkeit, noch einmal Wohnungen, die bewusst leer stehen gelassen werden, dann auch zu aktivieren. Vierte und letzte Bemerkung. Ein solches Gesetz regelt unter anderem auch, ist jetzt ein bisschen fachlich, macht aber nichts, regelt auch die Bestimmungen darüber, wie die Wohnfläche berechnet wird. Ich halte, Herr Kollege, Sie müssen bitte zu Ende kommen. Noch einen Satz. Ich halte es für eine sehr gute Idee, die Notwendigkeit der Berechnung der Wohnflächen auch zu regeln im Rahmen einer Landesverordnung. Dort könnte das klargestellt werden. Das ist immer ein Ärgernis auch zwischen Vermietern und dem Hessischen und dem Deutschen Mieterbund. Auch dieses wäre ein weiterer Punkt für eine umfassendere Novelle des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes als das, was von den beiden. Bitte jetzt endgültig letzter Satz. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Es spricht als nächstes Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die uns vorliegende Änderung des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes zeigt das Dilemma der Wohnungspolitik dieser Landesregierung auf. Sie setzen keine wohnungspolitischen Akzente, sondern reagieren nur noch mit Vorlagen, die als halbherzig bezeichnet werden müssen. Dieses Gesetz beweist leider erneut ihre Mutlosigkeit, die drastische Lage auf dem Wohnungsmarkt im Ballungszentrum Rhein-Main sowie in den hessischen Hochschulstädten ernsthaft anzugehen. Bereits 2012 hatten wir in der Debatte um das Wohnraumförderungsgesetz in unserem Änderungsantrag gefordert, den Druck auf die Städte und Gemeinden zur Steigerung des sozialen Wohnungsbaus zu erhöhen, indem wir diese dazu verpflichten wollten, jedem registrierten anspruchsberechtigten Haushalt einmal pro Jahr eine entsprechende Wohnung anzubieten. Es wäre schon damals wichtig gewesen, diesen Passus in das Wohnraumförderungsgesetz mit aufzunehmen oder wenigstens jetzt, wo der Druck auf dem Wohnungsmarkt noch größer geworden ist, zumindest bei der Novellierung des Wohnungsaufsichtsgesetzes in § 1 die Hilfe bei der Wohnungsbeschaffung konkret anzupassen. Das war ja das, wo Kollege Siebel auch darauf hingewiesen hat, dass man mehr machen muss, als nur einen einzelnen Punkt hier anzugehen. Natürlich hätte dies, Frau Ministerin Hinz, Rückgrat und Mut abverlangt, der in Sachen bezahlbaren Wohnraum aber leider auch bei Schwarz-Grün nicht erkennbar ist. Stattdessen stürzen Sie sich ausschließlich auf ein einzelnes Problem des Wohnungsmarktes, nämlich die Zweckentfremdung von Wohnraum, von Mietwohnraum durch die Nutzung als Ferienwohnung. Nur dies wollen Sie in Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt angehen, also noch nicht einmal in allen Städten. Und dies ist, finde ich, eher Scheinaktivität als tatsächliche Aktivität. Zugegeben, in Frankfurt und Umgebung werden mehrere Tausend Wohnungen in dieser Weise zweckentfremdet, und dagegen muss man auch vorgehen.
Die Betonung liegt aber auf auch, meine Damen und Herren. Es ist sicher kein Zufall, dass diese erste Lesung des schwarz-grünen Gesetzentwurfs unmittelbar vor der zweiten Lesung unseres Gesetzentwurfs gegen Leerstand und Zweckentfremdung gestellt wurde. Denn wenn Sie im nächsten Tagesordnungspunkt unseren Gesetzentwurf wie mehrfach angekündigt ablehnen werden, wollen Sie wenigstens mit Ihrer Initiative wohnungspolitische Aktivitäten vortäuschen. Das werden wir Ihnen aber nicht so durchgehen lassen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Auch der Zwang übrigens zur Befristung der kommunalen Satzung auf nur 5 Jahre, wie im vorgelegten Gesetzentwurf vorgesehen, erschließt sich mir nicht. Sie geben dafür im Übrigen auch gar keine Begründung an. Glauben Sie am Ende etwa, dass die Wohnungsnot in Frankfurt und anderen großen hessischen Städten tatsächlich in 5 Jahren behoben sein wird, sodass es dieser Einschränkung nicht mehr bedarf, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen? Auch dazu werden wir die Experten in der Anhörung befragen. Und abschließend lassen Sie mich feststellen, bei dieser halbherzigen Art von Wohnungspolitik kommen wir jedoch nur millimeterweise voran, und das ist uns entschieden zu langsam. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als Nächster hat sich zu Wort gemeldet Herr Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie alle kennen das, wenn Sie in den Urlaub fahren, viele Jahre, wenn Sie an die deutsche Küste fahren, dann haben Sie dort Ferienhäuser. Diese stehen eigentlich das ganze Jahr über nur Feriengästen zur Verfügung. Das sind Häuser, Immobilien, die werden nicht privat genutzt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es anders wäre. Meine Damen und Herren, Sie kennen das vielleicht von einer Hannover-Messe. Stadt Hannover bittet ihre Bürgerinnen und Bürger, während der Messe privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um die Messegäste unterbringen zu können. In Städten wie Berlin oder Hamburg ist es bedingt dadurch, dass Berlin zum Beispiel sehr hip geworden ist für viele Jugendliche, für viele Jugendliche aus England, aus Frankreich. Das heißt aber auch eine Entwicklung, die etwas mit der Share Economy zu tun hat, wo wir heute noch keine richtigen Antworten darauf haben. Aber es ist etwas geworden, das man durchaus sich vorstellen kann, dort, wenn man seinen Wohnraum selber nicht nutzt, den für andere Zwecke zu überlassen, entgeltlich, teilweise unentgeltlich. Meine Damen und Herren, ich glaube, das alles wollen wir auch gar nicht infrage stellen. Dass es aber gerade in Berlin zum Beispiel dazu geführt hat, dass es Eigentümer von Wohnungen gibt, die niemals die Absicht haben, dort privat zu wohnen oder es privat zu nutzen, sondern rein dafür zu nutzen, um es für die Vermietung, für Feriengäste, für kurzfristige Übernachtungen zur Verfügung zu stellen, meine Damen und Herren, dass dieses Problem gerade in Berlin da ist, das kann keiner wegdiskutieren. Es handelt sich dabei aber eher um eine Frage, sind wir hier noch in dem Bereich, dass ich meine private Wohnung zur Verfügung stelle, vielleicht mal kurzfristig vermiete, oder sind wir hier in dem Bereich einer gewerblichen Vermarktung und Verwertung angekommen? Ich unterstelle da niemandem etwas Böses, aber ob da dort alles, ich sage mal, was steuerrechtliche Dinge, was die Gewerbeanmeldungen anbelangt, ob das alles noch mit rechten Dingen zugeht, da kann man wahrscheinlich mal ein gehöriges Fragezeichen anmachen. In Frankfurt haben wir eine Situation einer Messestadt, in der es, das beklagt z. B. der DEHOGA, einen günstigen Angeboten an Hotels gibt. Und gleichzeitig haben wir in Frankfurt einen angespannten Wohnungsmarkt. Aber, meine Damen und Herren, dass wir dort das Phänomen haben, dass flächendeckend Wohnungen aufgekauft werden oder zur Verfügung gehalten werden, um sie für
Ferienwohnungen für Städtereisen zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren, bei aller Wertschätzung für Frankfurt, so hip wie Berlin ist es nicht. Wir reden bei weitem nicht darüber, ein flächendeckendes Phänomen, wie wir das in Berlin vorfinden. Und ob wir hier nicht mit solch einem Gesetz vollkommen den Bogen überspannen, die Frage dürfen wir wohl noch einmal aufwerfen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass immer dann, wenn Unternehmen, wenn Eigentümer den Bogen überspannen, ruft es die Politik auf den Plan. Das ist auch in Berlin der Fall. Ich halte die Voraussetzungen hier bei uns in Hessen nicht in Ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir da in Berlin vorfinden. Es ist ein tiefer Eingriff in das Eigentumsrecht. Und den sollten wir uns nicht zu leicht machen. Sie von CDU und GRÜNEN müssen sich fragen, wenn Sie das Zweckentfremdungsgesetz in Bauschen Bogen der LINKEN ablehnen, aber gleichzeitig nichts anderes im Grunde machen, um das auf den Weg zu bringen, und das dann damit begründen, dass die Eigentumsfrage eine erhebliche Rolle spielt, haben Sie ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. Sie haben ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. Wir werden das dann mit Sicherheit gleich diskutieren. Und wenn die LINKEN einigermaßen klug sind, werden sie Ihnen den nächsten Gesetzentwurf zum Zweckentfremdung genau an dieser Position wieder auf den Tisch legen. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das dann ablehnen werden. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Feldmayer für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Eindämmung von exorbitanten Mieten, aber auch der Erhalt von Wohnraum hat für die Regierungskoalition von CDU und GRÜNEN oberste Priorität. Ich glaube, das zeigen wir heute mit dem vorgelegten Gesetzentwurf. Denn es geht nicht nur darum, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Hier haben wir bereits unglaublich viel getan in unglaublich kurzer Zeit. 1,2 Milliarden € für den Wohnungsbau, für den sozialen Wohnungsbau, Einführung der Fehlbelegungsabgabe, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und das kommunale Investitionsprogramm mit 230 €. Es ist unglaublich viel passiert. Und jetzt sorgen wir uns auch darum, dass Wohnungen dem Wohnungsmarkt nicht verloren gehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Mieterinnen und Mieter in Hessen. Also, wenn Wohnraum als Ferienwohnung angeboten wird, dann fehlt natürlich die Wohnung auf dem Wohnungsmarkt. Das ist nach der aktuellen Rechtslage so, dass in Wohn- und Mischgebieten Ferienwohnungen gar nicht zulässig sind. Wir wissen aber natürlich, dass das gemacht wird. Wir wissen es, wenn wir uns die Online-Plattform Airbnb anschauen. Und wir wissen es auch, dass die Bauaufsicht in Frankfurt sich diese Online-Plattform angeschaut hat. Und wir wissen, dass die Bauaufsicht in Frankfurt z.B. auch gegen die Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung vorgegangen ist. Und Herr Schaus, Sie haben es ja angeführt. In den letzten Jahren konnten 1.300 Wohnungen, die den Wohnungsmarkt durch Ferienwohnungen entzogen worden sind, wieder zurückgewonnen werden, also aus der Zweckentfremdung heraus, durch Kontrollen und durch Handeln der Bauaufsicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das weitergeht. Deswegen möchte ich Ihnen wirklich widersprechen, wenn Sie sagen, das ist eine Reaktion, das ist ganz, ganz klein, was wir hier machen, sondern ich glaube, es ist immens wichtig. Und die Anhörung hat ja auch gezeigt zu Ihrem Gesetz, dass das eines der größten Probleme ist, die es gibt beim Thema Zweckentfremdung, nämlich die Zweckentfremdung als Ferienwohnung. Das ist das Problem, was wir uns hier vorgenommen haben. Und hier handeln wir schnell und pragmatisch. Und Herr Caspar hat es ja ganz richtig ausgeführt. Städte wie Frankfurt, aber auch andere Städte werden zukünftig mit der Umsetzung der Bauplanrechtsnovelle nicht mehr gegen die Umwandlung von Wohnungen in Ferienwohnungen vorgehen können. Das ist wirklich ein Problem. Und es ist doch gut, dass wir hier schnell und vorausschauend handeln. Es ist doch gut, dass jetzt dieser Gesetzesvorschlag vorgelegt worden ist. Und ich hoffe auch auf Unterstützung der Oppositionsfraktionen bei diesem Thema, wenn Ihnen das Thema Zweckentfremdung so wichtig ist, meine Damen und Herren. Natürlich, und das ist ja auch verständlich, ist es schön,
wenn man in eine fremde Stadt kommt und man kann irgendwo privat unterkommen. Es ist doch nett, da in einer Wohnung zu wohnen. Es ist auch nett, irgendwo in der Mansarde zu wohnen, eventuell auch günstiger als im Hotel. Und natürlich ist es auch schön für jemanden, der eine Wohnung hat, eine Mansarde. Da kann man sich schön noch ein Taschengeld dazu verdienen. Oder es ist vielleicht auch sogar sehr, sehr lukrativ, sagen wir mal, für 100 € am Tag seine Wohnung zu vermieten. Da kann man viel mehr Geld machen, als wenn man seine Mietwohnung für 800 € im Monat vermietet, mit den entsprechenden Verpflichtungen, die man hat. Also es ist wirklich lukrativ, dieses Geschäft mit den Touristen in den Großstädten. Aber, meine Damen und Herren, wir hier in Hessen haben gesagt, in den Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten ist uns das Thema bezahlbarer Wohnraum, Erhalt von bezahlbarem Wohnraum, wichtiger als möglicherweise das, was Herr Lenders als Share Economy genannt hat. Das ist uns wichtiger, das hat oberste Priorität. Und genau aus diesem Grund haben wir dieses Gesetz vorgelegt. Und Herr Lenders, es ist ja freigestellt, ist den Kommunen ja freigestellt, ob sie dann per Satzung dagegen vorgehen wollen oder nicht. Das ist eine Möglichkeit, die hier geschaffen wird. Also, wenn Sie auch da schon wieder davon sprechen, dass wir hier überzogene Regulierungen am Wohnungsmarkt vornehmen, schauen Sie sich das Gesetz bitte noch einmal ganz genau an. Das sind Satzungen, das sind Möglichkeiten, die die Kommunen an die Hand bekommen, die Kommunen, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier eine Änderung vornehmen. Denn ich glaube, wir alle müssen doch dafür sorgen, dass hier in Hessen bezahlbarer Wohnraum für alle, sag mal, Bevölkerungsgruppen und Schichten vorgehalten wird. Und aus diesem Grund bin ich sehr gespannt auch auf die Anhörung. Wir schauen uns das in Ruhe an, Herr Siebel. Und ich freue mich dann auf die weiteren Beratungen im Ausschuss und bei der Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin sehr froh, dass die Koalitionsfraktionen diesen Gesetzentwurf hier eingebracht haben. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, es gibt eine neue Baurechtsnovelle seitens des Bundes. Der Bundestag hat bereits entsprechend entschieden. Das bedeutet im Klartext, dass Wohnungen, normale Mietwohnungen, künftig ohne Genehmigung als gewerblich vermietete Ferienwohnungen genutzt werden können. Nicht so, dass man das mal jemand zur Verfügung stellt aus dem Freundeskreis für einen kurzen Zeitraum, sondern als gewerbliche Vermietung. Das ist das Problem, dass dieses künftig ohne Vorbehalt in allgemeinen Wohngebieten möglich ist und auch in Wohngebieten selber. Das mag als Baurechtsänderung für Küstenregionen, wo es viele touristische Gebiete gibt, sinnvoll sein. Das mag auch für hessische Gebiete, wo besonderer Tourismus stattfindet, auch sinnvoll sein. Nichts ist schlimmer, als am Rande von kleineren Kommunen diese Rollladenferiensiedlungen, die im Winter irgendwie wirklich völlig verödet sind. Also, da mag es dann sinnvoll sein, dass man Ferienwohnungen integriert in den Bestand von Wohnungen. Aber da, wo wir angespannte Wohnungsmärkte haben, wo wir darum kämpfen, dass jede Wohnung auch wirklich dem Wohnungsmarkt zur Verfügung steht, da halten wir es für richtig, dass diese gewerbliche Nutzung angezeigt werden muss und die Bauaufsicht entscheiden kann, ob in dem Zuge das möglich sein soll oder ob es tatsächlich eine Zweckentfremdung ist und damit dem Wohnungsmarkt Wohnungen entzogen werden. Das ist kein Einzelfall, Herr Lenders, Herr Abg. Lenders, sondern allein in der Stadt Frankfurt sind im vergangenen Jahr darüber 281 Wohnungen zurückgewonnen worden über die Wohnungsaufsicht. Also, es ist kein kleines Problem, sondern es ist ein größeres Problem. Und es kann sich natürlich auch noch verschärfen, so wie der Wohnungsdruck im Moment im urbanen Raum besteht. Die Städte sind nicht gezwungen,
das zu machen, sondern der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Städte, die in den Gebieten sind mit angespannten Wohnungsmärkten, das ist ja klar definiert, dass diese Städte für sich entscheiden können per Satzung, wir wollen dieses Instrument nutzen. Das ist kommunale Selbstverwaltung, die wir ermöglichen. Und das halte ich auch für richtig, dass die Kommunen das hier selber entscheiden können. Und ich halte es auch für richtig, dass wir das jetzt auf den Weg bringen, damit wir keine lange Regelungslücke haben. Denn wenn das Gesetz in Kraft ist, das Bundesgesetz, ab dem Zeitpunkt ist es möglich, dass die gewerbliche Umnutzung stattfindet, ohne dass die örtliche Wohnungsaufsicht, die Bauaufsicht tätig wird. Und diese Regelungslücke sollte auf jeden Fall möglichst rasch geschlossen werden. Aus diesem Grunde, glaube ich, ist es auch nicht sinnvoll, dass wir das Wohnungsaufsichtsgesetz, das ja tatsächlich schon etwas älter ist, jetzt einer Rundum-Erneuerung unterziehen, sondern wir brauchen schnelle Instrumente, weil der Bundestagsbeschluss bereits gefasst ist. Und wir haben die Möglichkeit, hier eine Spezialregelung einzuführen. Zum Wohle der Mieterinnen und Mieter, der Wohnungssuchenden, sollten wir da jedenfalls rasch entscheiden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen gibt es dazu nicht. Die erste Lesung des Gesetzentwurfs ist damit erfolgt, und wir geben den Antrag auf den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den ULA.